und damit seid gewusst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edadum zu einem neuen Part. Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ich muss hier gleich mal runterhüpfen und muss mir mal schnell ein bisschen Nahrung holen. Ihr seht das ja schon selbst. Der Energiebalken. Ich hab offscreen ein bisschen was gemacht, deshalb. Ja. Da bin ich ein bisschen öfters runtergefallen. Ich brauche mal ein paar Herzen und der Hungerbalken ist auch schon fast alle. Ja, so muss das sein. So ein paar Herzen noch dazu. Sehr gut, jetzt kann man wieder arbeiten. Ja, ihr seht es ja quasi in meinem Inventar. Ja, hier so ein bisschen. Ja, kann man erkennen, was ich gemacht habe. Zeigen. Eins habe ich, ja, hier sieht man schon das erste. Ich habe eine Eisentür eingebaut, damit hier nicht jeder unbedingt von draußen reinkommt, dass man nur von innen rauskommt. Und ich habe hier ein bisschen was an Gefängnis gebastelt. Ja, ich habe hier ein bisschen das Gefängnis abgesichert, dass man von innen nicht mehr so leicht rauskommt. Jetzt kann man von hier aus auf den Turm steigen und kommt dann halt als Gefangener nicht mehr auf den Turm hoch. Kann ich euch noch gleich mal präsentieren. Hat man halt als Gefangener nicht mehr die Möglichkeit auszubrechen, indem man hier auf den Turm drauf steigt. Auch die Möglichkeit gleich nochmal genommen. So, man ist halt hier drin und ja, hier kann man halt nicht mehr. Man bricht irgendwie durch die Mauer durch, aber ja, das ist dann halt eine andere Geschichte. So, unter der Erde habe ich noch ein bisschen was gebaut, aber ja, das halte ich noch erstmal ein bisschen geheim. Ach ja, mit dieser Tür öffnet man dann, mit dem Schalter öffnet man dann auch die Tür daneben, aber ja, ist ja ungefährlich. Glaube ich zumindest. So, oha, hier ist auch einiges gewachsen. Holz brauchen wir auf jeden Fall, können wir mal wieder abernten. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zu dem Steg, zu der Hängebrücke dort, die wir gebaut haben. Dass wir da zumindest ein bisschen weiter bauen, bis uns das Holz ausgeht und wir neues bauen müssen, neues abbauen müssen, neues Holz holen müssen. Erstmal hier ein bisschen, da steht die Tür. Können wir gleich eine zweite hinbauen? Brauchen wir erstmal nicht. Türen in der Wildnis. Die Tür zur Wildnis. So, hier mal durch. In der Kiste habe ich alles verstaut. Noch eine zweite und eine dritte Kiste. Eine Truhe. So heißen die hier. Und Holz. Da kann ich mal den Bruchstein ablegen. Den brauche ich hier nicht. Ab damit in die Kiste. Okay, die Erde können wir behalten. Oh, Mr. Schaf. Was wollen Sie hier? Jetzt habe ich hier zwei fast kaputte Spitzhacken. So, und dann baue ich da drüben auf der anderen Seite auch schon mal eine Truhe auf. Da können wir dann vielleicht erstmal ein bisschen was an Sachen ablegen. Fürs Wetter bauen. Dass wir hier nicht mit allem rumrennen. Das wollen wir irgendwo runterstürzen. Jetzt wird es makaber. Jetzt wird es hier ziemlich hoch. Dass wir da dann nicht komplett leer ausgehen. Können wir hier zumindest mal eine Spitzhacke. Und ja. Vielleicht beide Spitzhacken. Fackel können wir auch gebrauchen. Hier vielleicht erstmal so ein bisschen was. Ja, die Eichenbretter. Apfel hinnehmen. Ja, reicht doch erstmal. Die Erde können wir vielleicht gebrauchen, um uns hochzubauen hier.
Ja, ist jetzt nicht die Dauerlösung, aber fange ich jetzt erstmal hier so an. Ich habe ziemlich viel Schiss, dass ich da runterfalle. Das wird, ja, das wird tief. Nicht nach unten gucken und sachte. Lassen wir uns Zeit. Wird mal ganz in Ruhe und ganz entspannt. Lieber vorsichtiger, als dann den falschen Schritt zu machen und hinunterzufallen. Ich sehe mich hier schon sterben. Eine Absicherung haben wir hier nicht wirklich. Ich werde hier vielleicht einige Mal drauf gehen in diesem Part. Oje. Ja, das Holz, was da runterfällt, das kriegen wir nicht wieder. Zur Not, wenn wir hier zum 50. Mal runtergefallen sind, nehmen wir den Kreativmodus und fliegen halt hier lang. Und das sollte jetzt auch nicht die erste Lösung sein. Ja, dann labern wir heute ein bisschen hier, sofern es mir gelingt, bei diesem Stress hier Worte zu finden. Ja, und lieber weniger schaffen, lieber weniger vorankommen und sicherer als, ja, als schnell und hoppla. Jo, so geht's auch schon. Nasekratz. Ah, verdammt. Da haben wir es schon gesehen. Paradebeispiel hier. Das sollte nicht so oft passieren. Jetzt haben wir so einen blöden... mal so ein blödes Erdteil. Ja gut, zum Glück haben wir ein paar Äpfel mit dabei. Zwar nur zwei, aber... die sollten wir vielleicht jetzt mal essen, weil wenn wir nochmal runterfallen, ist es mit dem Spaß vorbei. So reicht das, um die Herzen ein bisschen aufzufüllen. Mal schauen. Ja, bringt nicht viel. Beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall tot. Vorsichtig. Ja. Nein, so geht das nicht. Das ist noch zu nah dran. Okay, das Holz habe ich wieder bekommen. So. Gefährliches Leben hier. No risk, no fun. Da drüben ist Wasser, da können wir dann runterfallen. Und bis dahin müssen wir es erstmal schaffen. Dafür haben wir dann später einen Weg, der uns nach hinten bringt. Oh, Holz ist alle. Da müssen wir ein neues holen. Hier aus der Kiste. Jo. Ich habe letztens festgestellt, um mal hier zum Labern zu kommen, Themenvideos hier mal wieder bringen. Hier mal ein bisschen... Ach, verdammt. Das war so klar. Wir brauchen ein Bett hier direkt auf dem Ding. Und bis ich wieder dort bin, ist das Holz weg. Wir haben hier genug Eichen gepflanzt, aber ja, trotzdem. Ja, was wollte ich erzählen? Ich habe letztens festgestellt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, ein bisschen egomanisch, ich und mein Ego. Ich muss jetzt mal ein bisschen selbstverliebt von mir labern. Ja, nicht weghören. Nein. Ist gar nicht so schlimm, wie ich sage. Ich übertreibe es natürlich wieder. Nee, also ist gar nicht so selbstverliebt. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit mal festgestellt, ich bin irgendwie, ja, ich mache vielleicht auch zu viele Sachen. Ich habe festgestellt, ich mache zu viele Sachen. Ich mache YouTube als Hobby. Okay, wie weit müssen wir da jetzt runter? Holz, Holz, Holz. Wo ist mein Holz? Dort, auf der Höhe. Okay. Da sehe ich es doch schon. Ich mache YouTube als Hobby. Neben einem 8-Stunden-Ausbildungsjob. Also, ja. Ich habe es gerade vor der Aufnahme jemandem geschrieben. Wie habe ich das so schön geschrieben?
Da ich nach meinem 8-Stunden-Ausbildungsjob noch nicht ganz ausgelastet bin und nach 8-Stunden Job und Vollzeit-Hobby-YouTube, da ich da noch nicht ausgelastet bin, habe ich mir noch angefangen, mache ich noch Filmkritiken und gucke mir Filme an und bewerte die auf Letterboxd. Übrigens gibt es meine Filmkritiken und Filmbewertungen zu sehen. Dann schreibe ich noch ab und zu mal, wenn ich dazu komme, an einem Buch. Also bin ich da auch beschäftigt. Schreibe ich gerade einen Roman. Ich komme selten dazu, aber ab und an mache ich es doch mal. Ja, was mache ich noch? Also, ja, ich bin YouTuber, ich bin Let's Player, ich bin Autor in gewisser Weise. Also werdender Autor. Ich habe noch nichts veröffentlicht. Ich habe schon ein Buch fertig geschrieben, was auch von keinem Verlag angenommen wurde, aber also doch schon von einem Verlag angenommen wurde. Ja, das ist jetzt eine längere Geschichte. Nicht publiziert wurde. Dann, ja. Also, was bin ich denn eigentlich? Alles YouTuber, Let's Player, Autor, Filmkritiker. Ich habe es in meinem Twitter-Profil eigentlich alles hingeschrieben, weil ich es so lustig fand, das mal aufzureihen. Klingt ein bisschen selbstverliebt, so eine Aufzählung, aber ist es nicht. Ist ja irgendwie ein bisschen, gewisserweise irgendwie die Wahrheit. Da bin ich jetzt neuerdings auch noch Politiker geworden, bin ich einer Partei beigetreten. Nicht einer Partei, sondern der Partei. Ja, habe ich ja schon auf Instagram und auf Twitter genug gesagt. Genug preisgegeben. Ist kein Geheimnis mehr. Habe ich schon groß verkündet. Ja. Ich mache alles irgendwie. Das war für mich jetzt einfach nur die logische Schlussfolgerung. Ja, zeichnen tue ich auch ab und zu mal. So ein bisschen rumgekritze. Kritzelkünstler. Ja, seltener, aber ich tue es. Tja. Multitasking-Talent, ohne mich selbst loben zu wollen. Aber ja. Ist ja gar kein Lob, also ich würde mich da nicht selbst loben. Ich würde mich in dieser Sache eher selbst tadeln. Also es ist manchmal habe ich schon das Gefühl, ja, sage ich zu mir selbst, Zweigi, du machst zu viel. Also konzentriere dich mal auf eine Sache richtig und fang nicht noch 50 andere Sachen an. Gefühlt 50 andere Sachen. Ja, so ist es jetzt auch nicht. Also ich komme jetzt irgendwie zurecht mit allen, aber bisher komme ich irgendwie gut mit allen zurecht. Hab nun keine Probleme, aber ja doch, Probleme habe ich. Aber nicht mit meinen Hobbys und mit meinen Beschäftigungen. Ja. Aber doch, ja, ich neige doch meistens dazu, mich zu. Ja. Zu überlasten, mich zu. Nicht überarbeiten, also meine Güte, nein, überarbeiten tue ich generell nicht. Ich fauler Sack. Naja, Frodo sagt es jetzt auch wieder übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin Let's Player, ich bin Gamer, ich bin keiner, der in seiner Freizeit in den Garten geht und arbeitet. Ja, das würde noch fehlen. Gartenarbeit machen, also körperliche Arbeit. Ja, so überarbeiten werde ich mich nicht. Das ist schon mal klar, das werde ich in meinem Leben. An körperlicher Arbeit, wenn ich nicht sterben. Es kommt hier in Deutschland doch relativ selten vor. In manchen ärmeren Ländern gibt es das wirklich. Gibt es wirklich den Tod durch Überarbeitung? Habe ich mal irgendwo gehört, dass das wirklich eine Todesursache ist, dass das wirklich auf manchen Todesscheinen steht. Tod durch Überarbeitung. Das hat man hier in Mitteleuropa eher nicht so.
Und gibt natürlich jetzt hier die ganzen Diagnosen, die dann gesagt wird hier. Wie heißt das? Mir fällt gerade der Begriff dafür nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Leute, die sagen, die sind überarbeitet, die. Dieses Begriff, wie war denn der Begriff? Mir liegt es auf der Zunge. Das ist ja. Irgend so ein Englisch, so ein englischer Begriff für. Für Überbelastung, oder? Das ist. Ja, gut, das ist. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der sich zu überarbeitet fühlt, aber ja, ja, muss ich schon sagen, wir hier in Mitteleuropa haben es vergleichsweise schon recht gut. Also da wird zumindest niemand draufgehen an seiner Arbeit. Also das kann schon sein, dass man so schwierige Zeiten hat und manchmal so ein bisschen, ja, Pause bräuchte von seiner Arbeit, aber es manche gibt, die darunter zu leiden haben unter ihrer Arbeit, aber ich glaube, ernsthaft daran krepieren wird hier in Europa keiner. In armen Ländern, da arbeiten sie halt wirklich 24 Stunden am Tag, 24/7 Fristen. Ja. Ich lache ein bisschen, weil es komisch klingt, aber so lustig ist das gar nicht. Oh, gleich über dem Wasser, aber nicht mehr lange. Da geht es gleich wieder über das Waldgebiet. Ja. Trotzdem, auch mal da mal das jetzt aus. Zu viele Beschäftigungen, wo man mal vielleicht ein oder andere ablegen könnte, mal sagen könnte. Mach mal lieber nicht noch das oder das dazu. Ich schaffe ja eh nicht alles. Also ich sehe es ja dazu. Also das, was ich am meisten beklagen, also ja, beklagen, das sind auch wieder First World Problems. Diese, ja. Und wenn man alles hat, kann man sich über andere Sachen beklagen. Das Größte, worüber ich mich beklagen muss gerade zur Zeit, ist, dass ich kaum mehr Zeit habe für Lesen. Also ich würde gern mal wieder, also ich habe früher ganz gerne gelesen. Ich glaube, das habe ich auch schon ab und zu mal in, vielleicht auch schon mal in Minecraft Anno erwähnt oder in anderen Videos gesagt. Ich lese eigentlich ganz gerne. Ich lese gerne Bücher. Aber ja, ich komme irgendwie, ich komme in letzter Zeit nicht mehr dazu, mich zurückzulehnen und mal ein Buch zu lesen. Mir halt wirklich mal ein, selbst an freien Tagen mir mal ein paar Stunden Zeit zu nehmen und mein Buch zu lesen. Das ist. Oh, Wasser! Rettendes Wasser. Puh, sehr viel Glück gehabt. Ja. Ich habe irgendwie, ja. Ich erkläre das immer so, ich habe irgendwie Hobbys, die. Na, es sieht ein bisschen blöd aus hier, aber ja. Von unten sieht der. Die Latte, die da in den Himmel ragt, ein bisschen komisch aus. Und wir stapeln hier aber schon ziemlich hoch. Muss ich aber mal sagen, hier. Mein lieber Herr Versandsgeheim. Die Erde reicht nicht bis oben. Alles klar. Ja, ich sag's mal so. Meine Hobbys sind gefühlt, also meine. Ich habe Hobbys, die wofür ich einen 26 Stunden oder 27 Stunden Tag bräuchte, aber der Tag hat leider nur 24 Stunden. Versteht ihr, was ich meine? Man kommt halt nach 8 Stunden Arbeit nach Hause, ist dann geschafft natürlich. Und dann sitzt man sich noch eine Stunde an der Aufnahme. Dann muss man noch eine Stunde schneiden. Eine Stunde Thumbnail machen, dann eine halbe Stunde hochladen und so weiter, nachbearbeiten und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Also bis das ganze YouTube-Hobby dann fertig ist, ist dann auch schon. Versteht ihr das Desaster?
Manchmal mache ich es so, dass ich es dann am nächsten Tag weitermache, also dass ich mir dann das dann auftrenne, dass ich halt nicht bis Mitternacht sitze. Aber wenn ich am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss, dann schneide ich halt, also dann nehme ich das Video auf, schneide es dann noch an dem Abend und dann tue ich das Thumbnail und das Hochladen machen am nächsten Tag. Und ja, also ich komme schon, also ich krieg's schon irgendwie eingeteilt, aber ja, rein zeitlich, also rein, wenn man es rein nach Zeit bemessen müsste, oder die Aufwandszeit berechnen würde, ja, ich krieg das schon irgendwie so eingeteilt, dass ich mit allem irgendwie zurechtkomme, aber ihr versteht, was ich euch sagen will. Würde ich meine Aufgaben und meine Hobbys alle in Zeitplan einteilen, der Zeitplan wäre nicht machbar. Also, ja, einen Zeitplan braucht man gar nicht zu machen. Also man wirklich die Aufgaben schon, wenn man sich das auflisten würde mal, eine Stunde brauche ich dafür und eine Stunde dafür und 8 Stunden für die Berufsausbildung. Dann sieht das allein von dem Zeit, von der zeitlichen Auflistung nicht mehr so lustig aus. Ja. Zu manchen Sachen komme ich auch wirklich nicht, weil ich halt noch, ja, weil ich dann halt, also ich will mich jetzt nicht beschweren, also falls das jetzt so klingt, also nein, ich mag das, also ich mache das wirklich als Hobby, also ich habe Spaß an YouTube-Aufnahmen, an Minecraft-Let's Plays, an anderen Let's Plays, an meinen Videos. Mir macht das Spaß, das mache ich gerne in meiner Freizeit. Dafür investiere ich auch die Zeit da. Das mache ich gerne. Da nehme ich das auch in Kauf für. Aber ja. Ist halt dann einiges nicht mehr selbstverständlich. Müssen halt andere Sachen zurückgehen, muss man halt dann, ja, freie Tage werden genutzt. Ja, auch gerade im Aspekt von, gerade unter dem Aspekt YouTuber als Traumberuf zu haben, naja, Traumberuf, ich weiß nicht, ob das ein Traumberuf ist, also es wäre natürlich entspannter, wenn man jetzt nicht noch einen anderen 8-Stunden-Job hätte und das am Abend noch in der Nacht noch machen müsste. Aber gut, ich sag's mal so. Einerseits ist beim Vollzeit-YouTuber, der das dann als Job hat, die Existenzsache dann die Frage. Also das will ich schon mal nicht haben. Da bin ich ganz froh darum, dass das bei mir nicht der Fall ist, dass ich von YouTube leben muss, also dass man auf die Klicks angewiesen ist, das ist dann, ja, schon bitter, also wenn man dann irgendwie, ja, dass das abhängt, also dass dein Leben, also deine, dass es davon abhängt, also dass wie viele Leute dein Video anschauen, davon abhängt, ob du dir jetzt den Belag für die Schnitte leisten kannst oder ob du dir ein Brötchen roh essen musst, ohne Salami drauf. Ja, so krass ist es nicht. Also man kriegt wahrscheinlich als großer YouTuber noch genug Geld, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn das Hobby zum Existenz herkommen wird, das sehe ich dann schon ein bisschen kritischer. Versteht da, was ich meine? Ich will, dass das bei mir ein Hobby bleibt. Ich will nicht Angst darum haben, dass irgendjemand keiner mehr. Naja, wenn ihr sieht, weil mir guckt ja eh gerade keiner die Videos. Schaut ja eh niemand. Macht das eh weitestgehend für mich selbst. Aber auch das Hobby als Let's Player. Es gibt halt, also in dem Beruf, also man es als Beruf nimmt,
Dieser Beruf hat keine Feiertage, der Beruf hat keine Wochenenden und meistens auch keinen Feierabend. Also muss man sich mal vor Augen führen. Also angenommen, ich würde es jetzt 24 Stunden am Tag machen, Let's Play, also wenn das Let's Play endet, wenn die Aufnahme beendet ist, setze ich mich in den Schnitt, mache die Thumbnails, lade das Video hoch und dann wird das nächste weitergedreht, damit es am nächsten Tag pünktlich kommt. Also bei mir ist es jetzt nicht so, ich muss übrigens neues Holz holen und Bäume fällen, ist wieder angesagt. Ja, ganz schlicht und einfach. Da gibt es kein Ausruhen, da gibt es keinen Urlaub, da gibt es keine Entspannung, da gibt es, na doch, Entspannung gibt es dann in den Videos, also nach den Videos, also ist jetzt nicht so schlimm, aber versteht ihr, was ich meine? Es gibt keine Feiertage, keine Ferien, kein nix, wenn täglich Videos kommen müssen. Ja. Wie gesagt, ich will mich absolut nicht beklagen. Also das ist also. Ich schaffe mir auch noch meine Freizeit. Also so ist es bei mir noch nicht. Also das ist. Ich krieg das noch in Ordnung. Ich kann auch abends nach der Aufnahme noch oder vor der Aufnahme, je nachdem wie ich aufnehme, noch einen Film gucken. Ich mache das ab und zu mal. Also. Das ist in Ordnung, das kriege ich hin, das ist dann, ja, manche Let's Plays müssen auch nicht großartig geschnitten werden. Manche müssen geschnitten werden, aber Minecraft Arno Parts, wie ich da ein bisschen labere, dann lasse ich das meistens grob in der Form. Wenn ich mir irgendwo verspreche, muss das dann noch rausgeschnitten werden, aber ja, auch die kann man manchmal drin lassen. Versteht ihr, was ich meine? Also mir geht's wirklich nicht übel. Auch wenn ich viel zu viel mache noch nebenbei. Ja. Hält sich alles im Rahmen. Ich habe gerade so ein bisschen auf die Uhr gelinst. Ich glaube, wir müssen da mal gleich eine Aufnahmepause machen. Gleich mal den Part beenden. Habe ich jetzt schon ein bisschen gebaut. Das dürfte jetzt hier schon ein bisschen länger haben, der Part. Da will ich euch nicht ewig daran halten. Da will ich euch auch nicht beschäftigen. Na doch, beschäftigen will ich euch schon, aber will ich euch auch nicht den Part hier überziehen. Ja, dann sammle ich offscreen, glaube ich, mal wieder ein bisschen Holz. Sammle ich ein bisschen Holz und baue ein bisschen Holz ab. Ich glaube, wir lassen das Laub einfach mal diesmal stehen. Brauchen wir ja nur das Holz. Wir müssen schnell weiterbauen. Dass wir auch mal fertig werden mit dem Projekt. Dass das vielleicht mal ein paar weniger Parts braucht als der Turm. Der Turm hat ja ewige Parts gebraucht, bis er fertig wurde. Ja, ich schau mal kurz aufs Ührchen. Oh, Huhn hat ein Ei gelegt. Alles klar. Meine Kamera sagt mir, wir sind bei 29 irgendwas Minuten. Rohdatei mit Intro und so weiter dürfte es jetzt schon ordentlich sein. Da haben wir jetzt schon knapp 30. Ja, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr für meinen Kanal seid. Mich wieder am Ende verquatscht. Ja, lasse ich trotzdem drin. Wird jetzt nicht rausgeschnitten. Ja, man sieht sie im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Nächsten Part Minecraft Arno 69, wenn mich nicht alles täuscht. Nächste Part 69. Na, wenn das nicht lustig wird. Ja.
Haut rein, habt einen angenehmen fürstlichen Tag, sagte ich das schon. Egal. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.